Morgen. Samstag, wir haben jetzt 7.57 Uhr. Die Kinder sitzen da und essen Müsli. Einmal mit Milch und einmal mit Sojamilch. Ja? Schmeckt gut? Ja, zeigen. Ja, du bist eine richtige Profi-YouTuberin. Hier, das ist unsere Food Diary. Super. Und jetzt weiter essen. Ohne da. Ohne da? Jetzt lieber ohne? Schmeckt nicht so gut. Das ist das erste Mal, dass das ist, ne? Dann mache ich hier ohne. Warte, das. Ohne Milch. Ohne Milch. Ohne Milch. Ohne Milch. Möchtest ihr Saft? Nein. Ja. Nein. Du nicht? Du möchtest keinen Saft? Ich brauche keinen Saft. Ich auch Saft. Du willst auch Saft? Ja. Danke. Bitteschön, Amir, bitteschön. Ja, danke. Was hast du denn? Ohne Milch. Ist ohne Milch. Nur die Milch ist da drin. Okay? Probier mal. Nein, dann nicht von mir. Kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. Probier das. Ein was? Ja, Knoten. Du hast einen Knoten, ja, ich weiß. Deine Haare sehen aus wie bei Hempels. Nicht kein Hempels. Du bist kein Hempels? Nein. Ja, guten Appetit. Ist nicht. Möchtest du gar nicht? Nein. Oder nicht? Ist ein Bier. Möchtest du ein Brötchen? So, meine Puschen, wir sitzen hier im Auto. Und der Dominik holt bei Penny ein paar Laugenstangen. Und ich muss sagen, das Wetter ist heute recht okay, da hinten sind Wolken. Aber so an sich ist es sehr, sehr hell. Okay, jetzt erzählt es vielleicht nicht so hell ist. Aber ich finde, es ist doch schon. Es sieht freundlich aus auf jeden Fall. Nicht so grau. Hallo. Ja, also ich finde es auf jeden Fall recht hell. Ich habe vergessen, meine Uhr anzuziehen. Ist mir gerade eingefallen. Und beim ganzen Grundgeputz, guck mal, was passiert ist. Ich glaube, es geht los. Scharf. Tatsache ist mir der Fingernagel abgebrochen. Guck mal, wie schön die alle aussehen. Und jetzt ist mir der Fingernagel abgebrochen. Selber. Hier. Katastroph. Ja. Sieht voll schlecht aus. Das sind ja meine echten Nägel. Da ist halt nur dieser Shellack drauf. Das ist jetzt kein Gel oder Acryl oder so. Das ist einfach nur so ein super hart Lack, der halt sehr, sehr gut hält. Und ja, bei meinen Chuck ist dann so viel gemacht. Und ich guck mal in die Geburt, hier auch in die Tasche rein. Jetzt ist mir echt eine abgebrochen, ist der Dominik wieder. Feuchttücher und zwei Pampers. Yes, ja. Zwei Pampers können wir wohl hin bis 14 Uhr, oder? Ja. Yep. Was ist das denn? Ja. So gehört? Ja. Hört das Musik oder kloppen sich da zwei? Wer klopft? Hast du jetzt nach hinten getan, alle? Ja. So, die will bestimmt auf dem Weg was essen. Das bisschen Müsli da. Hat die ja übrigens nicht gegessen. Klar, kennt ja auch kein süßes Frühstück. Jetzt kriegt sie eine Laugenpilze. Mag sie ja gerne. Oh, dann noch. Und eine Tüte Pombeeren habe ich noch gekauft. Da fährt zwischendurch zum Naschi. Bitte schön, ist frei. Sehr gut, ja. Wenn ich das noch erleben darf, dass ich hier samstags um ungesetzten Zeiten zu einem Turnier fahre, dass ich einen Sohn hätte und zum Fußball muss. Ja, freut mich auch drauf. Wenn es ein Junge wird, freut sich drauf, zum Fußballtraining zu gehen und so bei der Kälte. Ja, ich kann jetzt direkt nochmal eben Geld holen, ne? Haben wir erst 20 vor. Ja, klar. Lauter, lauter!
Kannst du nichts hören? Zieht sofort nach links und weg ist er. Was sonst? Und was? So, Krise überwunden. Oder auch nicht. Ich wollte in Joannas. Wo ist deine Urkunde, Joanna? Und eine Medaille. Und Joanna hat verdammt viele, muss ich mal sagen, Torten geschossen. Ja. Und die hat ein richtiges Talent dafür, ey. Ich war positiv überrascht. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Weil, damit hätte ich nicht erwartet. Wir sind zwar immer beim Training dabei. Bei mir zickt, weil die müde ist, sie will nicht schlafen. Wo ist denn die Urkunde? Wo ist die? Wo ist sie hingetan? Ist sie noch im Auto? Das ist für dich. Süß. Ja, auf jeden Fall. Dominik unterschreibt oder macht Autogrammkarten da gerade fertig. Und ich habe die Torte gemacht fertig. Die ist im Kühlschrank. Das mache ich Bolognese. Im Thermomix. Auf dem Topf sind schon Wasser. Kocht das Wasser vor sich hin. Und dann wird gleich gegessen, wir haben alle Hunger. Obwohl da ganz gut zu essen gab, also so Kuchen und Salat und so. Und ja, und wie gesagt, Lamia ist ein bisschen zickig drauf, weil die müde ist. Sie wird heute überpünktlich ins Bett gehen. Und Joanna möchte aber noch, heute ist Handball der Frauen, möchte noch zum Frauenhandball gehen. Mal gucken, ob Dominik mit ihr da hingehen wird. So, wir essen jetzt. Es gibt Spaghetti Bolognese. Lamia hat Hunger. Ich glaube, wir haben alle Hunger. Bei mir nicht. Bei mir ist nur ein leerer Teller. Ja, kommt ja jetzt. Ich musste bei ihr nur schon mal drauf machen, damit jetzt den Laptop. Nicht so viel. Nicht so viel? Also ist gar schon Brot gegessen, ne? Parmesan habe ich auch frisch gemacht. Parmesan. Mmh. Auch mit der KitchenAid gerieben wieder. Klar. KitchenAid und Thermomix waren gerade ordentlich im Einsatz. Ich habe das bei dir probiert, ne? Dankeschön. Richtig cool, die Töpfe hier. Die halten echt warm, die Sachen. Ohne zuzumachen? Doch, wenn die natürlich zumachen, ist noch länger warm, aber. Die haben halt mischen müssen vielleicht. Foto. Da, Foto. Bing. Essen. Bing. Bon Appetit. Guten Appetit. I have a medal.
schon anders. Urkunde aufhängen. Ist eingerahmt. Guck her. Cool. Bin stolz auf dich? Ich bin auch stolz auf dich. Yes. Warte, mein Finger klemmt hier gerade. So, Medaille und Urkunde. Handballurkunde. Erstes Turnier. Goldene Urkunde. So, jetzt. Dann was aufhängen. Und dann geht Joanna gleich schon wieder Handball gucken. Die Damen. Erste Mannschaft, hier heißt das. Erste Mannschaft. Oh, ich muss nur die Wäsche hier abhängen. Zweiter Handball Bundesliga. Ich musste die Wäsche jetzt bei Joanna aufhängen, weil der Flur ja nicht fertig war. Und jetzt. Wo willst du es haben? Am Schreibtisch, ne, oder? Hm? Na, Mia. Na, Mia, oder hier über die Tafel. Lass mal an, das Licht bitte. So, anders. Zum Beispiel. Na, Mia, lass es bitte. Mausi, weil du bist aber heute anstrengend, du. Ohne Mittagsschlaf. Ich will es hier so. Oder hier. Das ist zu eng. So, bei mir ist im Bett. Ich muss ganz ehrlich sagen, endlich. Heute war es anstrengend. Ohne Mittagsschlaf. Ohne Mittagsschlaf ist es nicht so gut. So, Joanna und Lamia wollte ich schon sagen. Joanna und Dominik fahren jetzt zum Handball. Ich werde hier noch mal kurz ein bisschen Ordnung schaffen. Wie immer. Standard, ne? Standardgelaber von mir. Und Torte ist im Kühlschrank. Mache ich morgen fertig. Unsere Gäste kommen und dann haben wir unseren. War unser erstes Turnier, ne? Ja. Unser erstes Handball. Ach ja, Weihnachtsfeier haben wir auch noch. Bevor ich die Hose zum Waschen noch umwerfe. Ja. Und. Oh Gott, ey, was ein Tag. Der war anstrengend, der Tag, muss ich sagen. So, teilnehmende Geschwister 1. Kuchen, Gebäck, belegte Brötchen. Okay. Oh, Weihnachtsfeier. So, Joanna? Machst du dieses Gedudel da jetzt aus? Wer hat das denn da gelassen wieder? Das war Lamia. Das war Lamia. Ich wünsche dir viel Spaß, mein Schatz. Dankeschön. Zieh Schal an, ne? Mach ich. Der zieht sich, glaube ich, um oder so. Wo ist denn mein Schal überhaupt? Bestimmt in der, im Auto. Im Auto. Wo er hingehört. Tschüss. Tschüss, Mama. Tschüss, mein Schatz. Tschüss. Tschüss, Mann. Viel Spaß. Zieh Tschüss. Schuhe an, ne? Trink nicht so viel Bier, ihr zwei. Denkt an, du musst fahren. Ich hab nur Spaß. Du trinkst doch gar nicht so viel Bier. Gar kein Bier. So, Quentin ist auch wieder da. Gut, viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Piekst, muss ich mal wieder rasieren. Wildtier. So, meine Süßen, was ich jetzt machen werde, ist an meinen Schreibtisch zu gehen. Denn ich brauche unbedingt diese Pneumel, die man unter die Sitze, unter die Stühle macht, dass das nicht so abrutscht. Ich habe welche gekauft bei, ach was weiß ich schon, bei Obi, bei Ikea und bei Thum. Voll grottenschlecht, die sind immer abgegangen, haben den ganzen Boden so eklig schmierig gemacht. Und ja, ich glaube, ich muss mal ganz, ganz feine Nägel besorgen, damit wir die da rein nageln können, die Dinger, damit die auch gut halten. Das ist nämlich immer extrem laut, so nicht gut für die Fliesen. Auf jeden Fall sitze ich jetzt hier gerade an meinem Schreibtisch, denn ich fing das. Und guck mal hier, Moment. So, jetzt geht es sich hier wieder um den Kalender. Denn ich habe vergessen, den Link einzusetzen. Nee, das ist nicht schön. Da seht ihr die Heizung in meinem Wäscheständer. Wo stelle ich euch denn hin? Und jetzt muss ich eben. So. Ach, ich habe noch die alte Internetverbindung hier drin. Ich bin ein bisschen frisch hier. Mal schauen, weil das so leer ist.
Aber jetzt für die eine Minute, wo ich hier rein mache, mache ich keine Kerze an. Aber ich sag's nur nochmal, Dani Pois heißt die Seite. Da habe ich mich gerade, ich habe Kommentare beantwortet und habe dann gesehen, Rosi, da ist ja gar nicht der Link drin. Oh nein, vergessen, sorry. Mache ich sofort rein für euch, ihr süßen, meine süßen Zuschauer und Zuschauerinnen. So, mein Kalender. Aha, nee, HTTP. Nee, Dani, Pois.de. Gucken wir nochmal Kontrolle, ob das auch so richtig geschrieben ist. Dani, Pois. Ja, stimmt. Dani, Pois. Jo. Wunderbar, wunderbar. Zack, lieb. Änderung speichern. Ja gut, dann haben wir den jetzt da drin. Ich überlege, ob ich ihn dauerhaft reinmachen soll, weil immer, also in letzter Zeit fragen mich voll viele. Wahrscheinlich, weil jetzt Jahresende ist und alle sich einen Kalender kaufen wollen. Und jetzt fragen die alle nach dem Kalender hier. Und ich verlinke, ich überlege, ob ich ihn dauerhaft dann verlinke. Und dann werde ich dafür nicht bezahlt. Aber ihr fragt ja. Und dann will ich euch die Fragen natürlich jetzt nicht unter jedem Kommentar 500 Mal sagen, da und da, da und da. Ist ja einfacher, wenn es im Link steht, ne? Ich muss noch ein paar Termine eintragen. Das könnte ich eigentlich jetzt hier machen, oder? Wäre ja eigentlich eine coole Sache. Was ist eigentlich mit der Anna hier? Die ein neues Video hochgeladen. Gucken, was Neues gibt. War heute irgendwie den ganzen Tag nicht am Handy und ist auch mal gut so. Nicht am Laptop, nicht hier sitzt. Seit die zwei weg sind, habe ich angemacht. Erst vorher war ich überhaupt nicht on the line. Ich war out of order. So, ja, die hat kein Video hochgeladen. Ja, die ist bestimmt im Stress. Der Finn hat nämlich morgen Geburtstag. Was ist denn hier los? So. Nö. Und ich muss sagen, ich glaube, die Torte wird der Knaller. Die wird der Wahnsinn werden. So, mal gucken hier. Turnier von Joanna immer durch. Ein Stift. Meine Kinder klauen mir immer meine Sachen. Joanna, weißt du, ich kaufe mir schöne Stifte für meinen Kalender und die Joanna schnappt sich die andauernd. Ein ernstes Wörtchen mit dem Fräulein hier reden. So. Ach nee, ist ja gar nicht da. So. So, jetzt kann ich auch endlich mein Dingsvideo machen. Boah, die Tür sieht jetzt nicht so schön aus. Und man findet immer irgendwas. Wenn man einmal anfängt, findet man immer was. Wie heißt es denn? Was wollte ich sagen? Ach, mein Kalendervideo. Genau, ich wollte ja ein Kalendervideo machen. Das heißt, mein Schreibtisch ist ja endlich da. Gott sei Dank. Und ja, nächste Woche mal wieder Turnier. So, Weihnachtsfeier muss ich noch eintragen, aber mir ist es zu kalt. Ich bin müde, ich habe gerade den Treffen muss. Ich mache das in der Woche, alle Termine eintragen. Ich habe heute ehrlich gesagt genug gemacht. So, hier meine schönen Notizblöcke hier so hin. Sieht toll aus. Was war die Spülmaschine, muss ich schon sagen. Wir behauten da alles auseinander wieder. So, toll. Haben irgendwie nicht so viele was hochgeladen, das habe ich schon gesehen. Gibt es immer dann die Bayern schon mal online sind? Geh mal gucken, was es gibt. Ich habe hier richtig Pigmentflecken durch die Schwangerschaft. Hatte ich auch vorher nicht. Das sieht immer aus, als wenn ich keine Ahnung hätte, wie man Rouge oder Kunst oder was auch immer da aufträgt. Contouring, was ich eigentlich gar nicht mache so oft. Das sind ein bisschen Pigmentfleckchen hier von der Schwangerschaft. Und ich überlege mir eine. Ich habe hier die Aqua. Die Chanel Aqua irgendwas Luminé, hast du nicht gesehen? Ich merke mir sowas nicht, ehrlich nicht. Die Chanel Aqua Foundation und die ist so schier. Die verleiht einfach so einen extrem frischen Ton.
Hautbild, richtig schön. Und gerade wenn man immer so müde aussieht oder so als Mutti, ist der ist, die ist einfach der Knaller. Aber die deckt nicht so gut. Und jetzt, nachdem ich halt, ich habe das immer wieder in den Videos gesehen, dass das hier so ein bisschen fleckig aussieht, das ist nicht. Heute habe ich nämlich zum Beispiel gar nichts drauf. Und jo, Schwangerschaft, ne? Ja, ich habe genug erstmal. Mal verballern, was ich überhaupt hier habe. Ich wieder neues Kauf. Muss ich nicht immer nur kaufen, ne? Ja, so ein kleinen Scheiß. Aber gucken darf man. Oh, ich hab keinen Nerv. Ich mach was.